Hat man's noch nicht gefühlt? Hat noch mit allen schön gespielt. Das Dreirad hat man sich geteilt. Und niemand hat deshalb geheult. Doch dann hieß es von oben her. Mit dem da spielst du jetzt nicht mehr. Das möchte ich noch einmal sehen. Was ist das für ein Phänomen? Nur weil ein anderer anders spricht und hat ein anderes Gesicht. Und wenn man's noch so harmlos meint, das ist das Anfangsbild vom Feind. Er passt mir nicht. Er liebt mir nicht. Das ist das nicht. Und find ihn schlicht. Geschmacklos. Und hat keinen Ritz. Und außerdem sein bunter Schlitz. Dann setzt sich in Bewegung gleich der Hochmut und der Teufelskreis. Und sagt man was dagegen mal, dann heißt... Wer ist denn hier normal? Ich oder er? Du oder ich? Ich find den Typen widerlich. Und wenn du einen Penner siehst, der sich sein Brot vom Dreck aufliest, dann sagt ein Mann zu seiner Frau... Guck dir den Schmierfink an, die Sau. Verwahrlost bis zum Dart hinaus. Ja, früher warf man die gleich raus und heute muss ich sie ernähren. Und unser Eins darf sich nicht wehren. Und auch die Gastarbeiterpest, der letzte Rest vom Menschenrest. Die sollte man alle, das geht gut, Spießruten laufen lassen bis aufs Blut. Das haben wir doch schon mal gehört. Da hat man die gleich streng verhört. Verfolgt. Gehetzt. Und für. Ins Lager reingepfercht. Und hier hat man sie dann erschlagen all. Die Kinder mal auf jeden Fall. Die hatten keinem was getan. Was ist das für ein Größenwahn? Das lodert auf im Handumdrehen. Und ist auf einmal Weltgeschehen, denn plötzlich steht an jedem Haus die Juden und Zigeuner raus. Nur weil kein Mensch derselbe ist, und weiß und schwarz und gelbe ist, wird er verbrannt, ob Frau, ob Mann. Und das fängt schon von klein auf an. Und wenn ihr heute Dreirad fahrt, ihr Sterblichen noch klein und zart, es ist doch eure schönste Zeit, voll Fantasie und Kindlichkeit. Lass keinen kommen, der da sagt, dass ihm dein Spielfreund nicht behagt. Dann stellt euch vor das Türkenkind, dass ihm kein Leid zu Tränen sind. Dann nehmt euch alle an die Hand und nehmt auch den, der nicht erkannt. Das Frischern in uns allen brennt, das was man den Faschismus nennt. Nur wenn wir eins sind überall, dann gibt es keinen neuen Fall. Von Auschwitz bis nach Buchenwald. Und wer es nicht spürt, der merkt es bald. Nur wenn wir alle in uns sehen, besiegen wir das Phänomen. Nur wenn wir alle in uns sind, wie keine Asche mehr im Wind. Buchenwald. Und durch die Gestapo hierher kam, war es einiges besser. Die Luft war nicht so schrecklich kalt wie in Buchenwald. Wir waren von der Bevölkerung sehr streng isoliert. Doch das lockerte sich später, als ich dann Jahr für Jahr immer wieder hierher eingeladen wurde, hierher zu kommen. Und das tat ich gerne. Mit dem lernte ich die Pazifik kennen und auch lieben. So war es. Aber die Hoffnung, die wir in unseren Herzen hatten, mit der deswegen wir überhaupt ins KZ kamen, die blieb in uns aufrecht. Und wir waren nächstens auch hier. Die gute Botschaft vom Königreich. Das war es auch immer wieder, da wir deswegen hierher kamen, um es mit der Botschaft
mit der Bevölkerung in dieser Botschaft zu freuen. Ja, dass nie wieder Krieg durchfurcht die Erde. Das birgt der Krieg, der mir alles Leid entsteht. Dass der Welt ein ewiger Friede werde. Darum nie, nie wieder Krieg. Heute möchte ich Ihnen ein kleines Geschenk machen. Ich werde ein Lied singen zu Ehren aller dieser Leute, die hier eingesperrt wurden, die das überlebt und die das nicht überlebt haben. Та порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.